Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bear and Breakfast. Unser süßer Hank hat in der letzten Folge ein Badezimmer gebaut. Und heute werden wir eine Brennerei, also eine Bar bauen. Bin schon gespannt und ja, gucken wir mal, welche Quests wir hier noch so erledigen können heute. Fangen wir doch mal an mit der Brennerei. Was brauchen wir denn eigentlich dafür? Muss immer wieder gucken, wie das dann funktioniert hier, ne? Ach ja, nachts schlafen, das machen wir mal. So. Das können wir ja. Können wir ja. So, also, die bessere Hütte haben wir. Aufenthalt haben wir abgeschlossen, die nächste Quest quasi. Und jetzt müssen wir hier noch die Bar hinstellen. Dann gucken wir mal. Wie war das denn? Ist immer wieder das Gleiche. Nein, das war's nicht. Ach, ich fall immer wieder drauf rein, ne? Immer wieder. Hier müssen wir hin. So, jetzt aber. Raumplanung. Spezial. Brennerei 400. 800 haben wir. Reicht also aus. Und jetzt können wir eine schicke Brennerei bauen. 4x5. Müssen wir die wirklich hier reinbauen? Das weiß kein Mensch, ne? Ich meine, das hier sieht ja eher aus wie ein Supermarkt. Okay, wir bauen die Bar ins Hotel. Machen wir. 4x5 brauchen wir dafür. Machen wir sie gleich hier hin. Kann man gleich reintorkeln. Machen wir die hier. So, direkt dahin. Nee. So, so machen wir das. Dann machen wir hier die Tür hin. So, zack. Das Fenster müssen wir verschieben. So. Wir brauchen eine Bar, einen Hocker und einen Dispenser. Dann gucken wir mal. Nee. Gebaut haben wir das schon. Da haben wir die Bar. Sehr schick. Ah, haben wir die hier so? Oder so? So, dann haben wir den Barhocker. Einen können wir noch gebrauchen. So, da ist der Zapfhahn. Ah, den müssen wir separat hinstellen. Okay. Aber der passt hier noch in die Ecke. Sehr schön. Und dann braucht man natürlich noch eine Lampe. Ja. Das finden wir gut. Also ich finde es gut. Hm? Und fertig. Haben wir erledigt. Gut. Dann gehen wir doch mal hier zu unserem Hai und drücken den mal wieder auf die Brust. Teilnehmer der Porn Voyage und Porn Cruise Programme stimmen zu, auf jegliche Ansprüche für Personenschäden an besagten Teilnehmern zu verzichten. Ja. Oder widerrechtlichen Tod. Drücken wir erstmal den Knopf, ne? Die kultivierteste Brennerei ist fertig. Ausgezeichnet. Du bist einen Schritt näher, dieses Etablissement zu etablieren. Als führendes Wasserloch dieser gesamten Wüste. Ich hätte um nichts Besseres bitten können. Wir stehen kurz vor dem Ausbau eines weiteren Premium-Grundstücks. Wir müssen ganz klar sicher gehen, dass unsere rigorosen Standards eingehalten werden. Ganz klar. Okay, was haben wir hier? Besuche den Laden, hat neue Gegenstände. Okay, super. Dafür musst du eine Reihe an Kriterien zu einem gewissen Maße erfüllen. Ja, haben wir uns schon gedacht. So, Aufenthalt für 3 Gäste, dann... Gucken wir mal, was macht unser Zimmer hier? Ist das frei? Nee, ne? Da ist noch einer unterwegs. So, Schlafzimmer 2, aktive Gäste einen. Gucken wir mal. Das erste Schlafzimmer ist leer, also können wir uns noch mal einen nehmen. Was haben wir hier? 8 Komfort und 10 Deko. Nehmen wir hier den Tudor Erik. Komm. Den nehmen wir. So, zuweisen. Zack, erledigt. Dann haben wir noch... Achso, da kommen wir jetzt nicht hin.
So, hier ist er. Da ist auch schon der erste in der Bar. Sehr schön. So, jetzt haben wir noch diese Quest mit der besseren Hütte. Und das ist ja wieder in der, in dem anderen Gebiet. Dann fahren wir da mal hin. Wo war denn die Bushaltestelle? Irgendwo hier oben, ne? Da ist sie. Dann müssen wir zur Holzkreuzung. Bum, 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 bum. So. So, hier. Da ist das Häkchen. Hast du den Auftrag erledigt? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Du hast mal wieder knapp die Mindestanforderungen erfüllt. Die Gäste haben jetzt höhere Erwartungen an diesen Ort. Ui, und wir kriegen eine neue Box. Und wir werden im Gegenzug mehr bezahlen. Na, das klingt doch super. Okay. So, was ist jetzt hier mit dem... Da kriegen wir doch neue Sachen. Ah ja, guck mal hier. Eine gepolsterte Fußstütze und einen kleinen Frisiertisch. Mhm. Können wir eigentlich auch mal kaufen, ne? Oder? Ja, komm. Kaufen wir die Anleitung. So. Was war hier jetzt mit der... Da stand gerade was. Die Hose. Können wir die anziehen? Wie war das nochmal? Ah ja, hier. Da, der Bär. Die Hose. Zack. So. Oh, da ist eine neue Quest. An diesem Ort sind weitere Verbesserungen verfügbar. Du musst jetzt die folgende Arbeit erfolgreich erledigen. Erhöhe das Ansehen in Holzkreuzung auf Stufe 3. Willst du diesen Auftrag annehmen? Na logisch, ja. Arbeit im Gange. Bitte kehre zurück, wenn der Auftrag erledigt ist. Ja, dann machen wir das. So, dann, was wollen die denn hier noch? So, jetzt gucken wir mal eben nach unseren Gästen, was die so für Anforderungen haben. Also, wir haben ja 3 leere Schlafzimmer. Das geht ja gar nicht. Was haben die hier? Komfort muss ein bisschen besser sein. Die wollen ein bisschen... Der hier will... Der Henrik will ein bisschen mehr Deko. Komm, dann nehmen wir doch mal hier den Olaf. Der sieht so aus, als würde er sich nicht unbedingt vor uns erschrecken. 8 Komfort, haben wir das? Kriegen wir hin. Hier. Schlafzimmer. Ja. So, 1. Dann nehmen wir hier die... Die Kalista nehmen wir noch. Die setzen wir hier rein. Dann haben wir 8 Deko. Den Henrik. Den setzen wir hier rein. Und dann haben wir noch 9 Deko. Haben wir noch was Hohes? Nee. Dann nehmen wir noch den Timothy. Timothy, whatever. So, Zimmer ausgebucht. Dann schauen wir mal, können wir noch was bauen? Noch ein Zimmer hier hin? Ich meine, das ist ein bisschen klein, ne? Entschuldigung, Moment mal ganz kurz. So, ich hatte einen kleinen Frosch im Hals. So. Wollen wir hier auch eine Bar bauen? Achso, hier können wir nur Komfort. Okay. Dann, ja. Brauchen wir noch ein Schlafzimmer? Hm, hier können wir gar kein Badezimmer bauen, Leute. Das ist schade. Er macht nichts. So. Wir brauchen Geld. So, ein Zimmerchen machen wir mal. Brauchen wir noch ein Bett. Und die haben wir dann noch diesen schicken Frisiertisch. So. Raumplanung, nein. Inventar. Da was. Herstellung. Schickes Bett. So, dann. Den Kleiderschrank brauchen wir. Da machen wir jetzt auch mal diesen Frisiertisch rein. Ich bin gespannt, wie viel Platz der verbraucht. Und
Deko haben wir ja nicht. Was ist das hier für ein Pfeil? Ah, Lampen. Flurdeko und so. Haben wir denn hier noch irgendwas? Nee, haben wir nicht. Okay, da müssen wir mal wieder beim Waschbären gucken. Ja. Zack. Bearbeiten. Den Frisiertisch stellen wir hier hin. Fertig. Kriegen wir noch einen Gast dazu? Achso, wir wollen ja noch mal ein bisschen Deko holen erst. Schauen wir mal, dass wir das Zimmer noch ein bisschen pimpen. Es wird schon wieder dunkel, aber wir wissen, wir können ja die Nacht über verschlafen. So, hallo Waschbär, gehst du wieder Müll sammeln? Ah, hier, die ist schon wieder müde. So, wir brauchen auf jeden Fall einen schicken Teppich. Was ist das hier? Ein Gemälde? Kleiner blauer Teppich, den kaufen wir. Dann brauchen wir noch ein bisschen, brauchen noch eine Lampe. Da war doch irgendwo diese Öllampe für an die Wand, da. So. Eine Pflanze wäre noch ganz schön. Ein kleiner Tisch. Die Jukebox. Die Jukebox können wir ja mal in unseren Flur stellen. Ein dekoratives Fass. Das passt eher unten zur Bar, ne? Das können wir aber vielleicht auch schon mal mitnehmen. Ein Gemälde, das macht auch noch mal. Haben wir hier auch noch. Nehmen wir das abstrakte Gemälde. Und die Pflanze. So, was ist hier? Ah, da sind wir schon wieder fertig. Hast du den Auftrag erledigt? Ja, scheinbar. So, kriegen wir eine neue? Ja, wir kriegen eine neue Quest. An diesem Ort sind weitere Verbesserungen verfügbar. Du musst jetzt die folgende Arbeit erfolgreich erledigen. Erhalte +3 5-Sterne-Beherbergungen in Holzkreuzung. Belohnung, ein besonderes Schmuckstück, für Schwung sorgt. Willst du diesen Auftrag annehmen? Na klar. Ja. Arbeit im Gange. Bitte kehre zurück, wenn der Auftrag erledigt ist. Ja, machen wir. Bin ich ja mal gespannt. So. Ah, dann wollen wir... Upsa. So war das nicht gedacht. Das Zimmer wollen wir bearbeiten. Haben wir gesagt, da machen wir einen Teppich rein. Die Pflanze... Die stellen wir hier in die Ecke. Haben wir noch ein Lämpchen. So. Das Fass. Achso, mit dem Fass haben wir ja gesagt, dass da ist die Jukebox. Die wollten wir noch aufstellen. Die stellen wir mal hier hin. So. Einen Gast können wir noch aufnehmen. Was haben wir hier? 8. Okay, was macht unser Schlafzimmer? Das hat 11 und 12. Also 11 Komfort und 12 Deko. Aber gar nicht so anspruchsvolle. Nehmen wir die Angela oder nehmen wir hier die Elisha? Nehmen wir die Angela. So, zack. Und dann schlafen wir mal. Ja, guten Morgen. So.
Guck mal hier, was sie sich freuen. Liegt das jetzt daran, weil ich eine Hose anhab? Hm. Weiß keiner, ne? Okay. Na, wir hatten ja am Anfang das Problem, dass die immer so ein bisschen schissig waren. Also ein Problem war es nicht wirklich, aber ich glaube, sicherlich hilfreich, wenn die sich nicht nur erschrecken, die Gäste. So, mal gucken, was wir hier noch so, ob wir noch irgendwie was einsammeln können. Kein Müll, okay. Was macht hier unser... Der macht gar nichts, der will nichts. Okay. Da liegt Müll rum. Ihr müsst euren Müll mitnehmen, Leute. Was ist denn daran so schwer? Immer das Gleiche hier. Oh, hier, die machen Fotos. Okay. Komm, ich kann euch hier ein bisschen die Gegend zeigen, wenn ihr wollt. Habt ihr da vielleicht Bock drauf? Oder sagt ihr, nö, wir kommen schon zurecht? Hm. Okay, gesprächig sind sie nicht. So, unser Kiosk. Dann. Ich glaube, wir müssen auch dann mal wieder nach unten. Also, hier das Holz nehmen wir noch mit. So. Da geht es scheinbar noch nicht weiter. So, dann gehen wir mal mit dem, fahren wir mal mit dem Bus runter zur A24. In unserem Motel. Und gehen wir da mal gucken. Da müssten jetzt ja auch neue Gäste sein, ne? Theoretisch. Schauen wir mal. Dumm. Hier können wir vielleicht noch ein Zimmer bauen. Jetzt, wo wir das Badezimmer haben. So. Dann bauen wir erstmal ein Bett. Zack. Dann brauchen wir... Warum ist denn hier nichts anderes drin? Ach, hier. So, ein Bett haben wir. Kleiderschrank. Den Frisiertisch nehmen wir mit. So. Ich hätte ja auch mal gleich von oben wieder... Aber hier ist ja auch ein Müllcontainer. Da kriegen wir das, den anderen Kram. Dann bauen wir noch ein Schlafzimmer. Komfort, Schlafzimmer... So. Fenster wären auch gut, ne? Wo können wir denn hier Fenster machen? Da oben. So, dann machen wir auch gleich mal hier noch ein Fenster hin. So. Tür haben wir. Das Gemälde. Jetzt bauen wir erstmal das Bett hin. Noch das Fass. Ach, auf dem Fass können wir was platzieren. Das ist ja cool. So, da kommt das Gemälde hin. Ist ja wirklich ein bisschen klein, ne? Aber gut. Befinden sich ungültige Objekte. Was ist denn da ungültig dran? Ach hier, die Lampe, die steht doof. So. Ach so, wir brauchen noch ein weiteres Zimmer. Da müssen wir noch mal ein Bett bauen. Also, Bett.
Kleiderschrank, Frisiertisch und okay, lassen wir so. Dann ein zurück. So. Zack, zack, das richten wir hier wieder ähnlich ein. Na? So. Ab zum Müllcontainer. Wir brauchen Deko. So. Wir brauchen erstmal Teppiche. Dann brauchen wir natürlich wieder die Blümchen. Auch hier unten will ich eine. Achso, wir haben nur noch 64. Wir brauchen Blümchen. Dann nehmen wir noch mal hier. Nachttisch reicht es da? Haben wir so viel Platz? Nee. Aber das gibt zwei Deko. Wir nehmen mal zwei Nachttischchen mit. Und zwei Pflänzchen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir noch die Lampen bekommen. Okay, der kostet nur 5 Müll. Dieses kleine Hängeöllämpchen. Okay. So. Teppich, Teppich, Teppich. Da. Ja. Ein Nachttischchen. Ah, okay, wartet mal. Wir stellen das hier mal eher hier unten hin. Hier so. Zack. Dann können wir nämlich hier den Nachttisch platzieren. Ach, guck mal, das geht auch mit dem. Aber es ist ja sonst ein bisschen eng. So. Blümchen. So. Werde Licht. Sonst haben wir nichts. Okay. Dann machen wir mal die beiden Zimmer voll. 8 und 10. Oh, hier ist richtig, hier ist richtig. Ach, guck mal hier, das hat Hygiene. Wahrscheinlich, weil das sind die beiden Zimmer, ne, die wir gebaut haben. Die sind direkt an dem Badezimmer. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir auf jeden Fall zwei Gäste haben, die Bad brauchen. Was hatten wir da jetzt? Wie viel? Das sehen wir hier nicht, ne? Schade. So, Schlafzimmer haben wir 9. Okay. Dann nehmen wir einmal den hier. Der kommt da rein. Hier hat 7. Die setzen wir hier rein. Und dann haben wir noch jemanden, vielleicht, der keine Anforderungen ans Badezimmer hat. Hm. Hm. Na, guck mal hier. Hat der jetzt... Ach so, das ist die Sonder... Was ist das jetzt hier? Dekoration. Das ist das, was der Kunde will, ne? Das ist das Zimmer. Ach komm, nehmen wir mal. Was brauchen wir denn hier noch? Nochmal so ein Barhocker. Können wir den Barhocker bauen? Ist jemand auf dem Schirm? Da. So, und dann brauchen wir natürlich noch Deko. Achso, wir müssen ja Müll sammeln. Nein, so kann man die Sachen nicht aufstellen. Okay. Also viel Müll machen die gerade nicht.
Was ist denn das hier? Nix. Ach, wir haben doch noch hier dieses Buch, ne? Pass mal auf hier. Das hier. Das ist eine Quest. Rechte Maustaste? Geht das? Nee. Hm. Wo muss dieser Reisebericht hin? Da, hier, der meckert. Irgendwas hat er jetzt gehabt. Oh, guckt euch das an. Alles in der Bar liegen lassen. Hm. Da liegt auch noch mal Müll. Genau, geh doch mal schlafen. So weit, so gut. Kein Müll. So, hier der Truthahn, der hat ja auch noch eine Quest für uns. Ich glaube, die nehmen wir jetzt mal noch an. Hallo Truthahn. Ipswich. Du wirkst, als ob du kaum eine Ahnung hast, wie man einen Fuß vor den anderen setzt. Ich bin nicht überrascht. Wie bitte? Sag mir, Kind, bist du auf Wildheit gefasst? Flirtest du mit dem Bizarren? Ziehst du das Unbekannte an? Ich bin dafür bekannt, ab und zu in die Ferne zu sehen. Nein, dachte ich mir, du siehst nicht danach aus. Du hast noch nie einen Schritt in einen Schatten gesetzt, der dunkler war als deiner Mutter. Wenn du glaubst, diese Lande sind jung, dann bist du grüner als der winzigste Setzling. Es gibt nichts zu befürchten, außer jene, die nichts befürchten. Worüber zum Teufel sprichst du da? Uff, na schön. Schätze, ich habe Glück, auf etwas mit Taschen zu stoßen. Hast du mich gerade etwas genannt? Um deinetwillen hoffe ich, dass sie nicht leer sind. Sag mal, du weißt nicht zufällig irgendwas über all diese Menschen, die hier wie aus dem Nichts aufgetaucht sind? Könnte ich vielleicht eine Hand im Spiel gehabt haben. Nun, jetzt kann man sie wohl nicht mehr aufhalten, was? Sobald sie einmal anfangen, zurückzukommen, kommen immer mehr. Ich will mich nicht beschweren, das Geschäft lief ziemlich schleppend nach diesem furchtbaren Brand. Ich wusste nicht, dass das Feuer bis hierher kam. Oh, das Feuer war nicht einmal annähernd das Schlimmste, Junge. Die Schreie, die Wut, der Schmerz. Als würden die Götter Krieg gegen uns führen. Vielleicht haben sie das ja getan. Jetzt verstehst du es endlich. Wie dem auch sei, du kümmerst dich vielleicht um das Motel, aber hier in der Gegend fehlt es wirklich an Futter. Etwas, wofür das alte Diner gut war. Wenn du es wieder auf Vordermann bringen kannst, kommen bestimmt noch mehr Leute vorbei. Oh, Leute! Wir bekommen ein Diner. Wie cool. Was können wir hier kaufen? Brennstoff, okay. Ja, können wir wahrscheinlich bald heizen. Erstmal schlafen wir. Also, der Truthahn Ipswich sagt, wir müssen einen Diner bauen. Also, finde ich, ist eine grandiose Idee. So, was haben wir hier? 650, okay. Ist die Kohle. Also, eine Quest haben wir schon mal wieder erledigt. Und hier können wir jetzt das Diner bauen. Tonys Werkstatt. Willkommen beim A24-Diner. Möchtest du sie reparieren? Tja, liebe Leute, natürlich wollen wir das. Ja. Schritt 1, entferne sämtlichen Schutt und Müll im Gebäude. So, das haben wir schon gemacht. Ist das Gebäude frei von Schutt oder Müll? Jep. Schritt 2, sammle Konstruktionsmaterial, damit das Gebäude repariert werden kann. In diesem Fall Kupferplatten, Porzellanteile und Glasscheiben. So, ihr Lieben. Jetzt gucken wir noch mal einmal kurz in unser Inventar. Kupfer. Stahlplatten, Kupfer und Glas. Haben wir alles. So. Das Diner reparieren wir aber jetzt nicht mehr. Machen wir nicht. Nein? Das machen wir in der nächsten Folge. Hm?
Also, in der nächsten Folge bauen wir uns einen leckeren kleinen Fresstempel, hoffe ich. Ich bedanke mich, dass ihr wieder zugeschaut habt und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn unser Henk hier sein erstes Diner baut und wir hoffentlich noch viel mehr Gäste andocken können. In diesem Sinne, abonniert den Channel, wenn ihr das noch nicht getan habt und habt noch einen wunderschönen Tag. Bis bald!